Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palworld. Ja, schon bin ich wieder hungrig, kaum dass wir jetzt da sind. Jetzt muss ich mal eben schauen. Wie konnte ich jetzt nochmal eins nehmen? Nein, halt. Ah, so war das, genau. Der Kleine ist noch nicht hungrig, wahrscheinlich, weil ich den jetzt noch in dem Ding drin habe. Dann schauen wir mal eben nach. Wir brauchen noch etwas Wolle. Eigentlich wollte ich das offline machen, ich Idiot hab's aber vergessen. Jetzt schauen wir einfach mal, wie viel so eine Keule bei den Lammballen macht. Bleib stehen, bleib stehen. Kann man doch irgendwas mit dir machen? Hallo? Sehen so süß aus, wenn die tot sind. Es tut mir leid, aber die sehen wirklich so knufflig aus, egal ob sie tot sind oder nicht. Also beziehungsweise ja so richtig tot, glaube ich, ist er ja noch nicht, ne? Der ist da ja immer noch am. Oh, da gibt es sogar auch Erz raus. Das wusste ich nicht. Liegt der jetzt immer noch da? Also er bewegt sich auf jeden Fall immer noch. Ich bin mir nicht sicher, ob er tot ist oder ob er nicht tot ist. Aber ich meine hier, das. Oh. Das Farmen an sich, das geht ja gut und schnell. Hilfe. Gut. Was habe ich jetzt gesagt, was ich bauen wollte? Ich habe schon wieder alles vergessen. Also, wir müssen erstmal die Alarmglocke aufstellen. Die machen wir mal hier so in die Mitte, würde ich sagen. Muss im Lager gebaut werden. Ja, das ist doch mein Lager. Hallo? Hä? Muss ich das hier direkt daneben stellen? Nee. Hallo? Ich kann es nicht bauen. Warum kann ich es nicht bauen? 30 Arbeitermenge. Ich weiß aber nicht, ob man dann. Oder muss ich dafür ein Fundament gebaut haben? Das weiß ich natürlich nicht. Fundament brauche ich Holz für. Dann würde ich mal sagen. Oh, die sind aber groß. Würde ich mal sagen, dass wir so ein Fundament auf jeden Fall. Ah, damit kann man es drehen. Auf jeden Fall hier reinbauen. Damit wir da das Bett draufstellen können. Ja, ich weiß, ich weiß. So, Wolle brauche ich nur eins für Fasern könnte. Ja, Fasern habe ich ein bisschen wenig. Oh, das ist doch sehr groß. So. Zack. Ach so, sollte ich vielleicht auch noch bauen. Ja, stimmt. Das dauert dann 20 Sekunden. Also, was ich weiß, ist, dass man, ich denke mal, dass andere Menschen, also Mitspieler, dann auch mithelfen können. Was ich weiß, ist, dass man seine Pals dazu anleiten kann, dass immer einer kommt und einen hilft. Ich weiß nicht, wie viel das ist, ob es dann doppelt so schnell ist, aber es geht auf jeden Fall schneller, wenn man das Ganze dann benutzt. So, was hatte ich jetzt gesagt, was ich brauche? Fasern, ne? Die bekomme ich, glaube ich, am Baum, oder? Oder habe ich die beim Pflücken bekommen? Nee, ich habe die am Baum bekommen, soweit ich weiß. Ja, genau. So, das müsste eigentlich reichen. Oh, das war eins zu viel. So, dann machen wir da noch ein Strohbett hin. Ja, komm, du sollst ein bisschen weiter. Ne? Warum kann ich das nicht zu mir ziehen? Das ist ja doof. Hallo? Wieso darf ich das nicht zu mir ziehen, Leute? Nein, das überlappt nicht mit den anderen. So, geht doch. Das dauert auch wieder 20 Minuten, wollte ich gerade sagen. 20 Minuten wäre vielleicht ein bisschen viel gewesen, weil das müsste ich auf jeden Fall rausschneiden. Das wäre, ja, endlos lange sozusagen. Jetzt weiß ich nicht, von welcher Seite aus das Pal, die heißen ja Pal, ne? Wenn da reingehopst kommt, aber ich hoffe, das ist egal, weil die sehen ja irgendwie von allen Seiten gleich aus. Das Einzige, was ich nicht weiß, ah doch, der geht auch so. Okay, das funktioniert auf jeden Fall. Wir haben noch ein bisschen Holz, dann machen wir einfach noch ein bisschen Fundament dazu. Ich finde das nur doof. Kann man da nicht mehr machen? Kann man nicht irgendwie Rückbaumodus gedrückt halten, kann man auch nicht. Ja, keine Ahnung. Man muss es immer einzeln anklicken. Das ist ein bisschen blöd gemacht, muss ich sagen. Aber gut.
Machen wir noch zwei rein. Wenn ich das Holz noch habe. Natürlich habe ich das Holz jetzt nicht. Das war klar. Sobald ich sage, wenn ich das Holz noch habe, habe ich es nicht mehr. Außerdem wird es dunkel. Das heißt, wir müssten uns auch mal bald hinlegen. So. Ich komme so ein bisschen vor. Nein! Oh, scheiße. Scheiße. Ich wollte nicht... Wieso kann ich mich selber kaputt machen? Also meine eigenen Fundamente kaputt machen. Was ist das hier für ein Mist, Leute? Oh Gott. So, dann wollte ich mal eben gucken, wegen dem Ding, ob ich das jetzt muss im Lager gebaut. Der steht immer noch, muss im Lager gebaut werden. Ja, aber hier ist mein Lager. Leute, warum darf ich das nicht bauen? Ach, oder muss ich als erstes... Ah, ich glaube, ich weiß, warum... Holztruhe, Palbox. Der Bereich ringsum ist dein Lager. Ja, 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 ja. Ja, ja. Überlappt mit einem anderen. Hallo? Hier überlappt gar nichts. Hä? Willst du mich veräppeln? Hallo, warum kann ich das nicht bauen? Was für ein anderes Objekt? Hä, so kann ich das bauen, oder wie? Aber wenn ich das so hinstelle, es geht... Hä? Hier geht's wieder nicht? Ich muss das jetzt nicht verstehen, oder? Ich muss das echt nicht verstehen. Also hier geht's wieder nicht. So. Ich kann jetzt hier leider nichts sehen. Das ist gerade mein Problem. Ja, komm, komm. Gerade konnte ich es doch noch hier hinstellen. Willst du mich hier denn veräppeln oder was? Hä? Alter, dein Ernst? Ich weiß jetzt nicht, wie rum jetzt richtig ist, aber da überlappt es. Dann stelle ich das jetzt einfach hier so quer rein. So, fange 5 Lammball ein und erhalte Erfahrungspunkte als Bonus für deinen Paldex. Okay. Wir gehen jetzt aber erstmal eben schlafen. Ach, mit F. Okay. Muss es überdacht sein. Ihr wollt mich doch jetzt veräppeln, oder? Ihr wollt mich doch wirklich veräppeln. Oh, wie soll ich denn die Nacht über... Oh, ich hoffe, ich kann mein Bett nicht anzünden damit. Das wäre vielleicht nicht so günstig. Aber ich krieg alles hin, deswegen... So, Moment, Lagerfeuer. Lagerfeuer mache ich mir auch mal hier hin. So, zack. Muss ich jetzt leider dafür das Feuer wegtun. Okay, sehr schön. Dann kann ich den Knüppel nämlich nehmen, weil ich denke mal, das reicht dann. Benötigt Feuererweiterung. Benötigt Handwerk. Ach so, ja, ich habe es doch schon freigeschaltet. Was wollt ihr denn von mir? Rezept wählen. Ah! Aha, da können wir jetzt auch das Fleisch machen. Sehr geil. Okay. Cool. Das sieht hier mal cool aus. Mit Spiegelei sogar dabei. Würde ich auch nehmen. Stimmt lecker. Ah, okay. Dann den Futtertrog. Da brauchen wir wieder Holz für. Na gut, dann wieder Holz. Müssen wir noch ein bisschen hacken. Ich würde ja lieber schlafen gehen, damit es wieder hell wird. Vielen Dank. Das war mein Kopf. Damit es wieder hell wird. Aber ich darf ja nicht... Ich denke mal, das reicht, oder? So, Futtertrog für die Tiere. Ich
stelle ich mal hier direkt neben dem Schlafplatz hin. So. Dann kann ich da auch was reinmachen. Ich weiß natürlich nicht. Ich denke mal, dass das dann automatisch irgendwann abläuft. Aha. Ah. Okay. Jetzt habe ich wieder 10 Minuten, jetzt wo ich die da drin hatte. Das ist gut zu wissen. Also das ist, ja. Gut, dann, welches Level haben wir gerade? Wir haben jetzt Level 4. Das heißt, ich müsste eigentlich meinen Freund rausholen können. Ne? Das hört sich jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen komisch an. Oh, ach, den haben wir noch nicht gebaut. Aber danke, dass du mir hilfst, Kleiner. Vielen Dank. Also man muss das anscheinend gar nicht einstellen, sondern man kann direkt, also die machen das direkt automatisch, so wie es aussieht. Ja, gut zu wissen. Ich wusste es vorher nicht, aber das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Sag mal, bis wo? Ich wollte gerade sagen, ja, hast du toll gemacht. Hast du ganz, warte, nicht weglaufen. Wie kann ich denn mit dir interagieren? Was macht denn jetzt? Ach, der sammelt Holz. Hallöchen. Ich habe doch gar nichts eingestellt. Jetzt sammelt er Erz, oder wie? Nee, das ist auch Holz. Alter. Ja, du bist ja cool. Ich würde sagen, dann baue ich direkt noch mal eine Box, wa? Damit wir hier keine Probleme haben. Moment. So. Kommst du dann auch und hilfst mir dabei? Moment, ich guck mal eben. So, und jetzt machen wir das zusammen. Er hat jetzt so bei 6 Sekunden, glaube ich, angefangen. Ich meine, das wäre sonst 10 Sekunden gewesen. Ja, du machst das toll. Du machst das toll. Ich würde gerne mal... Hallo. Ich würde dich gerne mal streicheln oder so. Bleib doch mal stehen. Warte, warte. Ich weiß nicht wie. Nein. Oh, mit F habe ich ihn zurückgeholt. Scheiße. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Was macht der jetzt? Böser Stein. Ganz böser Stein. Okay. Ach, jetzt sieht man das auch. Ja. Jetzt sieht man das auch, dass das... das ist so groß mit diesem Bereich hier. Ja, das ist cool. Dann hat sich das bestimmt überlagert mit dem Speicherpunkt hier oben, nehme ich mal an. So. Nein! Lass den in Ruhe! Ich will den haben! Ich hätte den vorher wegtun sollen. Fange 5 Lammbalz. Okay. Mach du mal ruhig weiter, Schätzchen. Alles ist okay. Alles in Ordnung. Moment, wieso ist das jetzt? Ach so, weil das da unten... Ja, ja, ist okay. Ich dachte jetzt, wieso hat sich das jetzt verschoben von der... Helfende Pfote, das ist cool. Und wir können auch hier was... Lagerverbesserung? Setze ein Pal für Arbeiten im Lager ein. Ja, da werde ich jetzt... Da werde ich am besten noch einen von diesen Katzen hier holen, ne? Lagerverbesserung, maximale Anzahl. Kann ich nicht machen. Baue Holztruhen, 2 von 1. Ach so, und ach, wenn ich einen eingesetzt habe, dann kann ich das erst machen, oder wie? Ich schau mal, ob ich noch so ein... Unten ist noch einer. So ein Viech finde. Nein, bleib stehen, nicht weglaufen. Bleib doch mal stehen. Hallo. Lass den in Ruhe. Pff, ich brauche, glaube ich, doch einen Pfeil und Bogen. Ich bin ausgewichen. Jetzt komme ich da nicht hin. Hallo. Hallo. Ach, das ist meiner. Sag mir das doch einer. Und ich wundere mich schon wegen dem Level 4. Ihr habt wahrscheinlich jetzt alle vor dem Monitor gesessen und gedacht, hä? Ist die doof? Ich habe jetzt ein Männchen. Ich hätte gerne ein Weibchen. Oh, 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 da ist eine Truhe. Was ist das denn? Hier oben ist eine Truhe. Öffnen.
Goldmünzen. Brot und Megasphäre. Geil, 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 geil. So, ich will das Weibchen hier haben. Vielleicht könnt ihr kleine Kinder kriegen. Nein, nein! Du Arsch! Kann ich dir trotzdem fangen? Kann ich nicht. Du greifst mich an, tatsächlich. Nee, du nicht. Du brauchst mich nicht angreifen. So. Alter Schwede. Ich wollte das Weibchen haben. Ihr habt es mir versaut. Ich weiß, ich muss eigentlich die anderen fangen, aber den würde ich gerne im Lager einsetzen, weil ich denke, dass der wahrscheinlich ein bisschen ja, flexibler arbeitet, besser arbeitet, wie jetzt hier die zum Beispiel. Die haben wohl auch unterschiedliche Fähigkeiten, so wie ich das verstanden habe. Ich habe mir ja mal ein Video so ein bisschen angeguckt, darüber, also über das Gameplay. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben die unterschiedliche Fähigkeiten. Das heißt, der eine kann besser helfen, wenn man Essen machen will und so weiter. So, Palbox Management. Ach so, das ist die Box. Nee, das will ich jetzt aber gar nicht. Ich will Verbesserung, genau, Verbesserung. Anzahl möglicher Lager. Setze einen Pal für Arbeit im Lager ein. Ja, das will ich ja machen. Muss ich den dann in die Box reinsetzen? Ich will den hier ja eigentlich haben. So. Das ist ein Angsthase. Ja, das ist immer gut. Verschieben vorherige Box, nächste Box. Ach, da haben wir mehrere Boxen? Okay. Pals im Lager. Ah, Moment. Pals im Lager. Der ist leicht verletzt. Ja. Ja, okay. Was hat er denn hier? Anheben? Ich kann ihn anheben. Okay. Aber der regeneriert sich, oder? Naja, gut. Ah, nee, der regeneriert sich nicht. Aber der hat hier ein Bett, wo er theoretisch schlafen kann und der hat da was zu futtern. Also normalerweise sollte das alles kein Problem sein. Dann, was wollten wir denn noch machen? Moment, jetzt bin ich gerade am Überlegen hier. Futtertrog. Ach, wir müssen uns ein Dach über den Kopf. Wir brauchen dafür ganz viel Holz. Ja, dann würde ich sagen, dass ich jetzt erstmal schaue, dass ich das Holz hier noch bekomme. Ich habe auch nicht mehr so viel Platz. Mission erledigt. Du kannst deine Palbox verbessern. Oh, Moment. Stimmt. Da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich hasse es. Warum ist meine mal so schnell überladen? So. Ich will aber eigentlich... Nee. Obwohl... Ja. Nee. Ja. Ja, wir machen das erstmal... Wir machen das erstmal zu. So. Dann... Das möchte ich ganz zu haben. Ja. Und das so, dass man durchgucken kann. Genau. So. Es reicht wahrscheinlich nicht, wenn ich mir jetzt so ein Dach nach oben hin mache, ne? Ich bin immer noch überladen, oder? Moment. Moment. Moment, goldene Holztruhe. Hat der das jetzt aus der Truhe rausgenommen? Weil ich habe in der Truhe nichts mehr drin. Moment, Moment. Selbst mein Ball ist nicht mehr in der Truhe.
Was ist das denn? 3852. Hat da jemand angegriffen? Hat da jemand was geklaut? Hä? Ich mach mal eine Verriegelung rein. Ich mach mal 0815. Ich meine, es kommt eh keiner von euch bei mir hier auf den Server drauf, deswegen. Und hier mache ich das auch mal rein. Ach nee, da ist das gleiche schon drin, okay. Ja, das wäre ja jetzt richtig Mist. Hat der denn auch die richtige... Doch, der hat die richtige jetzt anvisiert. Die andere ist nämlich 4000. Und die hier ist 3800. Ach nee. Ach, er hat es nicht richtig anvisiert. Oh. Ja, habt ihr mich jetzt aber dran gekriegt hier, ne? Alter Schwede. Okay. Dann, ich würde sagen, dann machen wir Palium auch rein. Dann machen wir das alles so... Wenn wir was brauchen, können wir es rausnehmen. Eieieiei. So, Steine und so weiter mache ich auch erstmal rein. Nur das Essen bleibt erstmal hier. Und dann gucken wir hier nochmal. Da tun wir nochmal Beeren rein. Fleisch, genau, das Fleisch sollte man vielleicht braten direkt. Hier, Maximum, zack. Macht er das auch automatisch? Die ist ja jetzt so beschäftigt eigentlich, ne? Ist gesund und munter. Naja, gut, dann mache ich das jetzt mal mit dem Essen. Sonst dauert das hier zu lange. So. Achso, ich muss es ja noch... Ja, ja. Ich muss es ja noch nehmen. So. Das heißt, das hält noch länger. Das und das kann ich dann... Das sind die Werte, glaube ich, hier oben, oder? 0,9 gibt er mir. Und 4 durch die Spieße. Ich wollte gerade sagen, ist mein Magen hier gerade am Knochen oder was? Oh ja, stimmt. Oh, okay. Moment, dann eins nehmen. War das dann zum Essen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nein. Muss ich da jetzt auch immer zum Trog gehen, damit ich selber was essen kann? Nee, Moment. Ich bin doof. Ich habe es wieder komplett vergessen. Moment, ich sehe jetzt gerade was anderes. Kleiner Futterbeutel wird benötigt. Ah, rüste Nahrung in diesen Slot aus, die von dir und deinen Prals bei Hunger automatisch gegessen wird. Ah, das ist ja mal cool. Okay. Ja, jetzt könnt ihr mich für blöd und für blind halten. Ganz oben steht, versteckt, benutzen. Warum kann man das nicht unten reinschreiben, wo es jeder sehen kann? Okay. Oh, es hat aber einen guten Schub gegeben. Das muss man denen lassen. Also rechte Maustaste. Ich hatte es noch so in Erinnerung, aber ich, ja, hab's irgendwie jetzt nicht so. So, dann fangen wir nochmal 4 von den Lammballs und... Insgesamt müssen wir 30 fangen. Wenn du ein Level aufsteigst, öffne mit Tab dein Inventar und versuche deinen Status zu verbessern. Status. Ach so, Werte erhöhen. Ah, okay. Gewicht wäre, glaube ich, ganz gut. Wie viele Punkte habe ich denn dafür? 4. Ach so, da oben steht es ja auch, genau. Also Gewicht wäre, glaube ich, ganz gut. Angriff wäre sicher auch gut. Gut. Machen wir auch mal, aber Gewicht geht direkt ein bisschen höher. Ich mache mal 2 in Gewicht, weil mich das wirklich unheimlich nervt. Arbeitstempo wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber das nervt mich noch nicht mal so. Verteidigung darf ich nicht erhöhen. Angriff sind gerade mal 2 Punkte. Ausdauer wären vielleicht noch gut. Ich mache mal 1 Punkt noch in Ausdauer rein. Weil mich das gerade am meisten nervt, ehrlich gesagt. Okay, ich dachte gerade schon, ich werde angegriffen. Der erntet... Oh, der erntet auch die Beeren. Macht er die dann direkt da rein? Ah, cool. Aber der macht die nicht da rein, oder? Der tut die dann... Der hat die jetzt hier reingetan, oder?
Wieso zeigt er mir jetzt schon wieder nicht das an von dem, was ich... Ah, doch. Ja, der hat da die Bären... Ach so, wenn die Bären im... Nee, das sind die Bärensamen. Ja, der hat doch die Bären gerade hier rübergetragen. Hä? Ich verstehe es nicht. Aber gut. Moment, da liegt noch was rum. Ach, das sind die Sachen, die er gerade abgebaut hat, oder? Ja. Achso, ich kann meine Pallbox ja noch verbessern. Genau. Schnellreise kann ich auch damit machen. Aha. Okay, Lagerverbesserung. Brauche ich anscheinend nichts für zu haben. Er ist direkt auf Lagerstufe 2. Das heißt, da kann ich noch einen reinmachen. Maximale Anzahl von Pals im Lager hat sich erhöht. Auf 2, so wie ich das verstehe. Also bei der nächsten Stufe wären es dann 3. Betten 1 von 1. Aktuelle Mission. Baue. Das habe ich alles schon gemacht. Achso, ich kann die schon machen. Sag mir das doch einer. Ich bin hier so schön am Lesen. Baue einen Futtertrog. Das habe ich gemacht. Und ich brauche noch 2 Strohbetten für die Pals. Ja, das ist cool. Dann machen wir die doch auch nochmal eben. Bin jetzt nur gerade am Gucken. Ja, Fasern habe ich ein bisschen wenig, aber das ist nicht so schlimm. Wir machen die ganz einfach. Da soll eigentlich eine Tür rein. Ich würde sagen, wir machen die... Ich weiß nicht, wie weit man die an den Rand machen darf. So. Aber da hilft er mir jetzt nicht bei, ne? Gut. Ach, der gönnt sich ein Päuschen. Was bist du denn für einer? Nicht einfach hier Päuschen gönnen. Du sollst mir helfen, die Sachen zu machen. Macht der einfach ein Päuschen. Ich glaube, es hat. Okay, von den Betten müssen wir auf jeden Fall noch 2 aufstellen. Das sollte definitiv noch reichen. Ja, ja, ja. Das reicht auf jeden Fall noch von den Ressourcen her. Wieso kann ich die nicht übereinander... Darf ich die nicht so nah ranstellen? Ach du Schande. Okay. Na gut. Warum die jetzt so viel Platz dazwischen haben müssen, weiß ich nicht. Ich hoffe jetzt nicht, dass da der Eingang ist. Weil, ja, es ist normalerweise ja von der Seite, von der man guckt, ist dann auch der Eingang. So. Sehr schön, du kannst deine Pallbox verbessern. Das finde ich aber sehr gut, dass man keine Ressourcen oder so braucht. Baue Bärengarten. Setze einen Pall für Arbeiten im Lager ein. Ja, ich würde sagen, das wäre jetzt eine schöne Sache, die wir dann beim nächsten Mal machen können. Dass wir uns dann informieren, wie wir so einen Bärengarten machen können. Dass wir die anscheinend selber züchten können und alles. Und sich dann auch welche von denen, von den Pals, die ich habe, darum kümmern können. Ich vermute, dass die Lammbals dafür ganz gut sind, weil von denen soll man nämlich 5 fangen. Also gehe ich mal stark davon aus, ja, dass die dann auch gut einsetzbar sind, um sowas zu machen. Dann sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.